Das ist Martin. Er hat diese Woche bei Rosenberger in der Produktion angefangen und gestaunt, wie aufgeräumt sein neuer Arbeitsplatz ist. Sein Kollege Rainer erklärt ihm, das liegt an der 5S-Methode, die wir im Betrieb anwenden. Und das ist wirklich wichtig, denn ein unordentliches Arbeitsumfeld bedeutet im Grunde eins: Verschwendung. Wieso das? Ganz einfach. Je unorganisierter der Arbeitsplatz, desto mehr Zeit brauchen wir, um Sachen zu finden. Der Kunde zahlt aber nicht für diese extra Zeit, sondern nur für das, was er bekommt. Solche Tätigkeiten sind also wertschöpfend. Andere Tätigkeiten, wie etwa Rüsten oder Teile prüfen, sind notwendig. Suchen und Warten sind beispielsweise nicht wertschöpfend und somit Verschwendung. Diese Tätigkeiten gilt es zu eliminieren und dabei helfen die 5S. Das erste S steht für Selektieren. Das heißt, wir sortieren unnötige Arbeitsmittel und Gegenstände aus und packen sie in eine rote Kiste. Sie werden später entsorgt. Diejenigen, die wir am Arbeitsplatz benötigen, kommen in die grüne Kiste. Und die gelbe Kiste ist für alles, bei dem wir nicht sicher sind. Hierüber entscheidet das Team oder Vorgesetzte. So haben wir mehr Arbeitssicherheit und mehr Platz zum Arbeiten. Das zweite S steht für Systematisieren. Wir ordnen unsere Arbeitsmittel aus der grünen Kiste übersichtlich und sinnvoll an und definieren Bereitstellungsplätze und Anlieferflächen. Regale und Schubladen müssen beschriftet und Ordner richtig benannt werden. Das gilt natürlich auch für digitale Ablagen. Das Systematisieren spart uns viele Handgriffe und damit wertvolle Zeit. Ebenso wichtig ist es, dass wir unser Arbeitsumfeld sauber halten. Das ist das beste Mittel, um Gesundheitsrisiken oder beschädigte Produkte zu vermeiden. Und bei Kundenbesuchen oder Firmenbesichtigungen ist der Arbeitsplatz vorzeigbar. Das vierte S steht für Standards und dient dazu, die ersten drei S zu unterstützen. Wie ist der Arbeitsplatz aufgebaut? Welche Werkzeuge befinden sich in den Schaumeinlagen direkt an der Maschine? Wie müssen Wegemarkierungen aussehen? Für solche Fragen gibt es Standards, die in den jeweiligen Bereichen verfügbar sind. Und schließlich erreichen wir durch Selbstdisziplin, dass die 5S-Standards zur Gewohnheit werden. Regelmäßiges Überprüfen, ein fixer Zeitpunkt zum Aufräumen und ein 5S-Bogen am Arbeitsplatz helfen dabei, die Gewohnheiten nicht wieder zu brechen. So bleibt jeder Arbeitsplatz mit 5S ordentlich und sauber. Für Martin und Rainer bedeutet das ein angenehmes Arbeitsumfeld sowie weniger Stress und Fehlerquellen durch Vermeidung unnötiger Arbeit. Zusätzlich sorgt das für zufriedene Kunden und trägt somit zum Erfolg der Firma bei.